So, tut mir leid, aber ich habe irgendwie gesehen, dass wir vor lange schon aufnehmen. Aber der ist echt ziemlich stark. Holy shit, Mann. Also, es geht mir gerade aber echt heftig auf den Sack, ne? Wenn ich jetzt ehrlich sein darf. Ich finde es gerade schon ehrlich gesagt nervig, ja, dass der hier gar nicht stirbt. Naja. Ihr seid echt verdammt viele Leben. Ja, ja, 93 Schaden, holy fucking shit, Mann. Komm runter. Ja, also. The show is over. Holy shit. So viel Heil-Items verbraucht. Ihr könnt jetzt neue Fertigkeiten erlernen. Wählt Fertigkeiten, dann Fertigkeiten erlernen, okay? Du warst immer anders als die anderen. Das Feuer, das in deinen Augen brannte, es war heller als das aller anderen. Ich habe in meinem Leben schon viele Mädchen gesehen, aber keins war auch nur annähernd wie du. Du hast mich fasziniert, von Anfang an. Komm, Primrose. Komm schon, Primrose. Won't you dance one last dance for me? So ein ekelhafter Drecksack. Oh Gott. Quite the dancer yourself in the end. Mir fällt übrigens gerade ein, ich glaube, ich hätte noch irgendwie Leute nehmen können. Und man kann ja Leute verführen mit ihr. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich gar nicht allein kämpfen müssen. Das Dorf Stillschnee im Norden. Ich wollte schon immer mal Schnee sehen. Farewell. Und damit, Meister, ist meine Schuld beglichen, denke ich. Oh, da kann ich wieder zurück, weil ich möchte eigentlich diesen Dude abholen. Ich denke mal nicht, oder? Yusufa. Endlich sind wir frei, meine Freundin. Und so bricht Primrose vom wandernden Sand auf, in ein Land des wirbelnden Schnees, um Rache an den drei üblen Krähen zu nehmen. Wohin dieser Tanz sich führen wird, kann niemand sagen. In ganz Ostera, was? In ganz Ostera erwarten euch 7 davon. Warum nicht los, die nach ihnen suchen? Zusammen könnt ihr sogar die schlimmsten Feinde besiegen. Kann ich erstmal wieder zurück, bitte? Hi. Wer bist du? Oh. Ich wurde kürzlich von einem Monster attackiert und es erwischte mich am Bein. Seither kann ich es kaum mehr belasten. Ich frag wirklich nicht gerne, aber habt ihr vielleicht eine Heiltraube übrig? Ja. Ja, komm. Gutes Karma. Puh, danke, ich denke, jetzt kann ich wenigstens wieder gehen. Ihr habt mich aus einer echten Notlage gerettet. Ich weiß nicht, was geschehen wäre, wenn ihr nicht angehalten hättet. Mein Name ist Kid. Ich bin auf der Suche nach meinem Vater, der verschwand, als ich noch jung war. Seid auch ihr auf der Reise? Vielleicht treffen wir uns unterwegs ja einmal wieder. Gebt gut auf mich acht, dann wird eure Reise wieder ein gutes Ende finden. Ich dachte, er tritt uns jetzt bei.
Die ganze Serie gibt es Menschen, die eure Hilfe bedürfen. Helft den Menschen des Reis, indem ihr die Kraft der Wege-Aktion nutzt. Es gibt vielleicht mehr als einen Weg, um ihre Probleme zu lösen. Aber, ey, wir haben wenigstens Geld erhalten. Ich bin ja jetzt eigentlich wieder vollgehalten, naja. Ah, da, Fertigkeit mal oder irgendwas, ne? Ja genau, was haben wir denn da? Nutzt die LBP, die ihr in der Schlacht verdient, um neue Fertigkeiten zu erlernen. Erweitert die elementaren Angriffe eines Verbündeten für 2 Runden. Das ist ganz gut. Nur haben wir halt keine Verbündeten, ne? Das ist halt das Doofe. Achso, ich dachte gerade. Ich dachte gerade, ich wäre in das Dorf rein. Also. I'm ready. I'm ready. The moonlight falls. 69 Schaden, du Drecksack. I'm ready. I'm ready. Wie Schaden machen wir? The moonlight falls. Na also. The show is over. Ja, weil ich bräuchte nämlich echt wieder einen Laden, ne? Deswegen gehe ich ja gerade wieder zurück. Weil ich bräuchte wieder Heilobjekte und sowas. Die habe ich alle verbraucht. Also nicht alle, weil ich ja zum Glück welche gekauft habe. Aber gibt es überhaupt irgendwo einen Itemladen? Das ist gerade die gute Frage. Ich persönlich erkenne ja in dem Dorf nichts. Ein Waffenladen. Ein Gasthaus. Aha. Jawohl. Eigentlich können wir schon 11 kaufen. Da wieder. Ja. Den gefallenen Verbündeten. Ja, wir haben keine Verbündeten, also juckt das gerade echt nicht. Hier oben ist irgendjemand. Guck mal. Rühr mich nicht an. Auf Begleitung von einem wie dir kann ich verzichten. Nur nicht so schüchtern, Liebes. Ich zeig dir einen Ort, an dem ich dich auf Wolken bete. Wo ich hingehe, bestimme ich selbst. Vielen Dank, jetzt lass mich los. Ich sagte, lass mich. Platz ist so, das ist keine öffentliche Vorstellung. Hi. Hier war irgendwo nochmal ein Punkt. Da komme ich nicht hin. Ich frage mich immer noch, wie man diesen Verbündeten da kriegt. Den möchte ich eigentlich haben. Dass ich nicht ganz alleine kämpfen muss, ist ganz cool. Sie. Ja, wie schon gesagt, man kann ja die einfach. Ja, gut, stimmt, man konnte doch einfach. Oh, ich bin so doof. Natürlich, man konnte doch einfach Dinge, Leute mitnehmen. Das ist ja ihre Fähigkeit. Ach so. Stärker.
ich aber gerade mal in den Waffenladen. Die ist ja kein bleibendes Mitglied. Das kann ich gar nicht benutzen, aber das hier. Ja, ja. Okay. Kann ich ein Schild ausrüsten? Ja, kann ich auch. Mach ich dann auch. Hätte ich vielleicht machen sollen, bevor ich in den Kampf ziehe. So, jetzt reicht's aber erstmal mit Sachen ausgeben. Ja, tut mir leid für diese Unterbrechung jetzt. Jetzt gehen wir aber weiter. Weiß auch gar nicht, wo wir hin sollen. Aber gut, halt wieder wahrscheinlich raus, ne? Ist eigentlich da, wo wir lang müssen, aber jetzt mal wieder zurückgelaufen. Ich denke immer, dass... Na, die ist gar nicht da. Nee, warte, chill. Wir machen es mal so. Und jetzt machen wir unseren Boost. I'm ready. Und zack, weg mit dir. Keine Objekte erhalten mehr, das ist scheiße. Wir haben aber auch echt keinen. Kann man irgendwie so eine Karte? Ja, doch. Ach, und jetzt ist quasi so ein bisschen offene Welt, oder? Ja, okay. Jetzt verstehe ich. Das heißt, du bist jetzt hier quasi in irgendeiner offenen Welt und kannst jetzt quasi aussuchen, welchen Charakter du als nächstes holen möchtest. Also hol mal einfach Olberic. Da laufen wir ja gerade eh hin. Okay, das ist ein ganz cooler. Das ist eine ganz coole Idee. Das ist ja ein bisschen wie Dings. Gefahrenstufe 20, ich möchte hier raus. Ich möchte hier sofort raus. Da sollte ich noch nicht drin sein. Ja, das ist ganz cool. Das ist ja wie bei Final Fantasy 6, wo du dann ab der Hälfte dann quasi ja deine eigenen Charaktere suchen sollst. Also quasi, welche du halt haben möchtest. Nur, dass du hier halt wirklich jeden machen musst. Aber es sind ja irgendwie nur 7 Charaktere danach. I'm ready. Aber vor allem, die kämpft gar nicht mit. I'm ready. I'm ready. Ich bin krass daneben, Alter. I'm ready. Mann, wie viel. The show is over. Ach, wenn man unversehrt ist, bekommt man sogar noch einen Bonus oben drauf. Okay, cool. Lass mich mal die Karte nochmal angucken. Ach, okay, man kann hier sogar Schnellreise machen, na gut. Das sind die ganzen Charaktere. Und hier oben wäre Primrose Kapitel 2. Aber, wie man es mir empfohlen hat, ist tatsächlich, wenn ich erstmal von jedem Charakter Kapitel 1 mache und dann erst Kapitel 2. Das heißt, so werde ich es auch machen. Okay, aber auf jeden Fall spannend, wie das hier aufgebaut ist. Ihr habt euren Fall in einem Moment der Unerachtung. Aha, das heißt, hier haben. Vor. Wir dürfen als erstes. I'm ready. Ja, aber gut, das hat jetzt gar nicht so viel gebracht. Wir durften sehr oft immer als erstes. I'm ready. Oh. Okay, dann mache ich wieder das hier. Scheinbar bringt alles andere ja nichts. I'm ready. Watch me now.
Alter. The show is over. Wir laufen hier schon richtig, oder? Ja, wir müssen nach Hochland, das sind wir ja fast. Und die Empfohlenstufe ist 5, bei allen sogar. Warte, was? Hä, ich hab das nicht geboostet. Ja, das zählt gar nicht, oder wie? Ach. Bei meinem Pisser hat's doch dann auch irgendwie 3 Angriffe gemacht, als ich das geboostet habe. Das scheint hier nicht so zu sein. Na gut, dann be gone. The show is over. Hier war gar nichts. Super. Und schon wieder so ein Pisser. I'm ready. Ja, die kotzen mich halt an, weil nur die Magie was gegen ihn hilft. Und wahrscheinlich eine andere Waffe. Steht vielleicht nicht ein Overkill, aber ja. The show is over. Ja toll, ein Gegner nicht wieder aufleveln. Problem daran. Ich habe nicht mehr so viel von denen. Wie Geld habe ich denn überhaupt? Oh, das kann ich mir nicht leisten, ey. Diese Räuber, nur Schurken nehmen ein wehrloses Kind als Geißel. Halt durch, Philipp. Ich komme. Ah, das ist er gerade. Sein Name ist Olberic und er ist ein Krieger. Hier im Bergdorf Pflasterten im Hochland leiht der anderen sein Schwert. Der ein stolze Ritter verbirgt seinen wahren Namen und seine leidvolle Vergangenheit. Da er alles verlor, um das sich zu kämpfen lohnte. Eines Tages tauchten Räuber in diesem Dorf auf und Philipp, ein Junge, der ihn bewundert, wird entführt. Um ihn zu retten, greift Olberic zum Schwert und verfolgt die Räuber. Auf diesem Weg braucht er ebenbürtige Verbündete. Findet Gefährten und fügt sie eurer Gruppe hinzu. Sucht andere Reisende auf und sie werden euch um Hilfe bitten. Schließt Kapitel 1 ihrer Geschichte ab und sie werden sich euch anschließen. Nach Kapitel 1 könnt ihr eure Gruppenlieder im Wirtshaus ändern, okay. Vor 8 Jahren. Unbending blade of Hornburg! Olberic Eisenberg! You know my name.
And so to business. Two will be the next to die. It's you who'll be dying. Look about you. We have the numbers. Enemy reinforcements on the left flank. To Sir Ulbricht's side, men. The blackguards have had their way for long enough. Charge! It matters not. We're done here. Sound the retreat! Withdraw to the rallying point! Sir Ulbricht, I feared we would be too late. Nothing I couldn't handle. Can you hold this position? You make for His Majesty's camp, sir? Just so. Our foe attacked from both flanks. We have no orders from the crown. This concerns me. His Majesty is well guarded, sir. Sir Erhard is with him. I know this. There is no stronger knight in the realm. Other than yourself, of course, my lord. With Sir Erhard at his side, surely His Majesty is in no danger. Perhaps not, but we must be certain. I would know how the battle unfolds. Besides, word from the king always lifts the men's spirits. As you wish, sir. We will hold this ground. Be safe, and may the gods guide your blade. And yours, Sir Ulbricht. Heavens have mercy. His Majesty's own guard, slain to the last man. Who could have done such a thing? Erhard, where is Erhard? So, it was you. My leash! Erhard, what is the meaning of this? Have you not eyes? The king is dead by my hand. What madness? What treachery is this? No madness here. I call it treachery, if you will. I thought you a friend. A brother! Brothers indeed. How many times did we cross swords like this in the practice yards? And how many times have I told you? I see your every move, your every strike before it falls. As I see yours. Ah, but you've not seen everything. I saved one trick for the day I knew would come. Always the same dream. Ah, Philip. What is it? Cryvens! How did you know it was me, sir? One must always be on his guard, even when he rests. Yes, a knight. No, I am no knight. Just a man with a sword, and nothing more. If you say so, sir.
But there's lots of men what carry swords that can't do half of what you do. Oh, I almost forgot, sir. The headman's looking for you. Says he wants a word. He didn't say about what. Tell him I'm on my way. Yes, sir. I'll go on ahead and let him know, sir. He'll be in the square. You know the one. How many years has it been since Hornburg fell? My liege lost. My land in ruin. I wandered aimlessly. After a time, I came to this village. Here, I earn my keep as a hired sword. Defending the villagers from bandit raids. Teaching young men how to handle a blade. Not a glamorous life, but it puts food on my plate. A man like me knows only the battlefield. Worth only as much as the blade at my side, and the arm that swings it. When that blade fails to save my sworn liege, what does that make me? For years, I've asked myself that question. No answer still. At least, not one I like. One thing I do know is that I owe this village a debt. A debt I intend to repay. But that's enough brooding for one morning. The headman's waiting. Berg, sir. Ho there. Morgenpatrouille her. Keine Meldungen. I see. Freut mich zu hören. Hm? Heute zu zweit, sonst fliegt doch immer nur einer die Runde zu machen. Yes. Ja, Herr, der Dorfvorsteher hielt es für besser, weil sich in letzter Zeit Räuber in den Hügeln aufhalten. Erst gestern wurde der arme Händler wegen seines Geldbeutels gemeuchelt. Das war ein scheußlicher Anblick, Herr. Indeed. Dies sind gefährliche Zeiten, man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Wie ich hörte, sucht der Dorfvorsteher mich. Just so. Ach, das hat er erwähnt. Herr, er müsste sich nochmal auf dem Platz befinden. Wenn ihr uns nun entschuldigen würdet, Herr, Morgenpatrouille die Runde fortsetzen. Okay, alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal bei Octopath Traveler. Bis dann und ciao.